Toll. Ja, mein Glaube wurde gesteigert. Kraftvoller Schlag hört sich doch gut an. Eine neue Fähigkeit. Damit lässt es sich auch sicher leichter überleben. Ja, die Quest sagt, wir müssen da rein, also müssen wir da rein. Sagt zumindest die Karte über die Quest. Gut, habe ich schon mal irgendwann was davon erwähnt, dass Loki verdammt viele Ladebalken hat? Jedenfalls sind wir jetzt in der Eishöhle. Nun gut. Aus irgendeinem Grund mag ich das Geräusch da vorne nicht. Ja. Sein neuer Schlag kann noch ein bisschen was, ja. Damit werfen wir sogar Beeren um. Werden sie nicht ausweichen. Und da verrecken wir auch schon wieder. Ich habe diese Energieanzeige unten nie wirklich im Blick. Ich bin immer etwas abgelenkt. Finde ich selbst zwar auch ein cool, aber ja, mal schauen. Hier ist eine nette Kiste. Ja, genau. Leer, war klar, war eine Falle. Ich glaube auch, dass die jetzt hier eine Falle ist. Aber ich muss trotzdem auf. 51 Gold, nehmen wir hin. Wie kann ein Wolf einen welligen Langbogen tragen? Ja. Ja, und da geht's auch schon weiter mit dem Metzeln von Bären, Koboldkriegern, Wildschweinreitern. Was weiß der Teufel, was die uns hier noch so andrehen wollen? Aber es ist ja nicht so, dass wir damit nicht fertig werden würden. Wir sterben vielleicht 5-6 Mal, aber dann. Und ich habe Stufe 10 erreicht. So schnell kann es gehen. Wieso sind wir jetzt grün die Menüs? Muss ich jetzt Angst haben? Also entweder ist es jetzt eine fehlende Aufnahme, dass meine Menüs hier jetzt grün sind plötzlich.
Oder ich habe ein kleines Problem. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt die stärkeren Ausrüstungen dabei am Start und ich hoffe mal, dass wir damit etwas schneller metzeln. Ich habe ja in der vorigen, also in der vorigen Aufnahme mit dem Chillen gehen und so angefangen zu fragen, woher das kommt, etc. Nachdem ich mir da selber nochmal drüber Gedanken gemacht habe, habe ich auch recherchiert im Internet, unter anderem auf Wikipedia und ein paar anderen Wissensbasen. Und ich muss euch sagen, ich habe zwar auf Wikipedia unter anderem auch den Eintrag gefunden, dass dieser Ausdruck zwar bekannt ist, aber ich habe nirgendwo eine Erklärung gefunden, warum das denn so ist. Und ich finde auch diese Leichen, die hier rumliegen, irgendwie nicht ganz koscher. Also, falls ihr das jetzt so in der Form nicht mitbekommen habt, hier oben große Leiche. Riese. Wenn Riesen mit diesem Typ nicht fertig werden, wie sollen wir denn das schaffen? Es ist natürlich die Chance, dass der Riese irgendwie einen zivilen Beruf hat, der nicht Krieger so wie wir. Aber kann sich wenn ein Riesen als Krankenpfleger vorstellen? Oder als Kellner oder Koch oder Apotheker? Und hier der nächste, der hat sogar ein Schwert bei sich. Das sind übrigens nicht die ersten zwei, die wir hier sehen. Ich wollte es nur eigentlich nicht erwähnen und mittlerweile sieht das echt schlimm aus. Denn wir sind hier gerade mal Level 10 und metzeln uns durch die Horden durch, als wäre es nichts, oder fast nichts. Und die sind da anscheinend krepiert, weil sie nicht gepackt haben. Ja. Hier ist übrigens der nächste. Ja, heute ist ja auch mein erstes Let's Have Fun an den Start gegangen. Bin schon mal gespannt, wie das ankommt. Folge 2 ist übrigens noch nicht produziert. Ich weiß noch nicht mal, was ich da spielen werde. Von daher wird das sicher eine tolle Serie. Vor allem, wenn man dann auch immer kurzfristig mal was spielen kann, was gerade kein Let's Play hat oder was. Aber ich möchte dem Prinzip schon treu bleiben, dass ich das definitiv so spiele, dass man immer nur eine Folge pro Spiel hat. Und wenn ihr dann sagt, ey, das Spiel kenne ich nicht, aber das gefällt mir, dann kann ich das auch Let's Playen. Oder so eine Art, ja, bei bestimmten Spielen vielleicht kann man auch eine Art Let's Show draus machen. Und hier gehen wir jetzt fröhlich weiter, tappen in einer Fall nach der anderen. War gar keine. Respekt, Respekt. Wir haben übrigens keine Tränke mehr, was mir gerade eigentlich sagt, ziemlich egal ist. Hätte es mir aber nicht sein sollen, denn wir verrecken gerade wegen dem Bogenschützen. Den anderen Nahkämpfern wären wir vielleicht ausgekommen, aber die Nahkämpfer, die Fernkämpfer, die sind da etwas reichweitenintensiver, sage ich jetzt mal. Sprich, da komme ich so nicht ganz nach. Und ich finde schon wieder den Weg nicht, weil ich die ganze Zeit quatsche.
Man sieht übrigens, das waren wirklich nicht die ersten Leichen, die hier halt, die hier rumgeistern. Es gab da schon einige, bevor wir zu denen kamen, zu denen ich eben das erste Mal gemeint habe. Da oben liegt auch einer und ja, ich habe schon sympathischere Zeitgenossen gesehen. Jedenfalls geht es hier wieder zu den Gegnern, wo wir gerade verreckt sind. Ja, und da geht's. Ups. Bären, nein. Ja, was ist jetzt los? Ich glaube, ich sterb weg. Mal wieder. Sollte vielleicht auch öfters die Spezialattacken einsetzen. Das war ein Mana-Trank, verdammt, ich dachte, das wäre ein Heiltrank. Weg, 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 Bär. Ja, und jetzt wieder kurz warten, bis wir regeneriert sind. Ohne Tränke dauert das eben etwas, das, ja. Aber jetzt. Und da geht es auch schon weiter. Na gut, den einen hätten wir noch so geschafft, bei den Wölfen hätten wir ein kleines Problem gehabt. Ja, wir haben jetzt so ein kleines Problem. Ich wechsle mal schnell auf die Klaue. Da sind die ja schneller unterwegs. Und ich ziehe mich hier mal kurz zurück, um das nicht in einen Mehrfrontenkrieg entwickeln zu lassen. Ja. Und der Wolf bietet uns ja 50 Gold an für seine Tötung. Dämonenaxt, das hört sich doch schon mal gut an. Oh, Dänenaxt, nicht Dämonenaxt. Au. Ja.